Fragen bei uns in der Farbberatung ist, brauche ich einen speziellen Pinsel? Also grundsätzlich erstmal, wenn ihr noch Pinsel zu Hause habt, benutzt die bitte. Ja? Also es ist nicht dringend zwingend notwendig, sich immer neue Pinsel anzuschaffen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte wirklich mal einen super Pinsel haben und ich möchte einen Pinsel fürs Leben haben, dann bietet es sich natürlich schon mal an, bei uns zu schauen, weil wir natürlich eine sehr breite Pinselrange haben. Wir haben unsere eigenen Pinsel, da haben wir viel Hirnschmalz reingesteckt in die Produktentwicklung. Und das will ich euch jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen, welchen Pinsel man für was nimmt und wie die Pinsel auch einfach hergestellt sind und wie man dann die Pinsel auch am besten reinigt, dass sie wirklich ein sehr, sehr langes Leben haben. Um ganz normal Möbel zu streichen, Fliesen zu streichen, auch mal an den Wänden die Ecke zu streichen, gibt es unsere schrägen Miss Pompadour Streichpinsel. Die gibt es in drei Größen. Wir haben die einmal 25, einmal den 50er und einmal den 75er Pinsel. Dieser kleine hier eignet sich wirklich super gut für so richtige Filigranarbeiten. Das hier ist so ein klassischer Pinsel, den nehme ich quasi für alles. Und der breite hier, den nehme ich dann für Türen oder wirklich große Flächen. Bei der Produktentwicklung haben wir wirklich über dieses Schräge nachgedacht, weil man damit einfach super gut in die Ecken reinkommt. Ja, also ganz wichtig. Und ihr könnt eben mit dem Pinsel breit streichen und ihr könnt aber auch ganz schmal streichen. Diese Pinsel hier, die werden wirklich von Pinselmeistern hier in Deutschland hergestellt. Das ist jetzt eine Synthetikborste. Man sagt ja immer, so natürlicher oder je natürlicher die Farbe, desto synthetiger der Pinsel. Und das wird auch immer in so einer Verpackung hier geliefert. Das ist super, weil wenn ihr den Pinsel ausgewaschen habt und getrocknet habt, könnt ihr es wieder reintun und dann behält er einfach klasse seine Form. Dann haben wir natürlich noch unsere Stupfpinsel. Die Stupfpinsel haben wir auch in drei unterschiedlichen Größen bzw. in vier. Die nehmen wir vor allen Dingen zum Schablonieren. Bei diesen Stupfpinseln ist es ganz wichtig, die sind aus Schweineborste gemacht. Schweineborste ist am Anfang immer ein bisschen porös. Das seht ihr auch, wenn man so drüber geht. Da kann auch mal noch ein bisschen was abbrechen oder mal das ein oder andere Haar noch rauskommen. Das ist aber überhaupt kein Manko und hat auch nichts mit schlechter Qualität zu tun, sondern diese Pinsel müssen wirklich einfach ein bisschen eingearbeitet werden. Ja, das heißt, ihr müsst sie am Anfang einmal wirklich gut auswaschen, feucht machen, wieder trocknen lassen, vielleicht auch den Vorgang nochmal. Ihr könnt auch mit dem Pinsel einfach ein bisschen über ein Schleifpapier drüber gehen, dass so alles wegbröselt, was nicht richtig ist und alle losen Haare einfach verschwunden sind. Das heißt, Stupfpinsel, Naturhaarpinsel müssen einfach immer am Anfang ein bisschen geschmeidig gemacht werden. Anhand dieses dicken Pinsels hier, den wir als Wachspinsel verwenden, das geht wirklich super gut. Na, ihr nehmt hier die Wachsdose und geht dann einfach mit dem Pinsel rein. Und ihr seht schon, das ist so ganz geschmeidig und damit kann man dann wirklich den Wachs super gut verteilen. Erkläre ich euch jetzt noch die Pinselseife. Wir haben nämlich auch unsere eigene Pinselseife. Unsere eigene Pinselseife wird wirklich hier im Nachbarort gefertigt. Nur natürliche Zutaten, kann man auch super gut zum Händewaschen nehmen, übrigens anstreichen. Also liegt bei uns hier ganz normal in der Firma, auch auf der Mitarbeitertoilette. Aber dann nehmt ihr euch wirklich einfach hier die Seife, Wasser und geht dann mit dem feuchten Pinsel, also wo eben jetzt entweder das Wachs oder die Farbe dran ist, wirklich hier auf die Seife drauf. Wir haben ja extra unser Logo hier oben eingeprägt, dass man das sozusagen als Anfang benutzen kann und schäumt damit auf. Und dann könnt ihr den Pinsel nachher mit Wasser auswaschen, am besten natürlich unterm laufenden Wasser. Geht jetzt bei mir hier nicht so gut bei der Filmaufnahme. Und wenn ihr seht, dass wirklich keine Farbe mehr mitschäumt, also ihr seht nur noch die Seife, dann ist der Pinsel super gut ausgewaschen. Und der Pinsel ist natürlich auch noch gleich gepflegt, ne? Also was für Haut und Haare richtig ist, ist natürlich für unsere Pinsel hier auch nicht schlecht. Und dann macht ihr ihn nachher trocken und dann lasst ihr ihn einfach Luft trocknen und dann ist er wirklich wieder sauber und ist gepflegt und kann viele, viele, viele Male verwendet werden. Wenn ihr euch also Farbe bei uns bestellt, könnt ihr euch den Weg zum Baumarkt sparen.
Wir haben wirklich alles im Sortiment, ob jetzt Pinsel oder Rollen oder Abdeckplane. Und ihr werdet einfach auch merken, solche abgeschrägten Pinsel gibt es einfach gar nicht im Baumarkt. Deshalb schaut mal bei uns rein.